Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zunächst möchte ich loswerden, dass es bis Weihnachten 10% auf alles gibt. Im nächsten Jahr erhöhe ich die Preise etwas und wir gehen ins Wochenende mit einer Pachtenerlegung ins Wochenende. Die Pachtenerlegung, linke Seite ist die weibliche Seite, rechte Seite ist die männliche Seite. Es geht nicht nur um romantische Liebe. Hier geht es um Arbeitskollegen, um Nachbarn. Wenn das bei euch anders ist, dann kann das auch zwei Frauen und zwei Männer sein. Macht es bitte so passend, wie es für euch ist. Ich leg los. Ich mische hier die blaue Eule. Und wir schauen mal rein. Die Karte, die rausfällt, kommt in die Mitte, in die Herzmitte. Weil die mittlere Ebene ist ja die Herzebene, ihr Lieben. Ihr könnt auch Gutscheine verschicken, übrigens. Aber ihr müsst mir Zeit geben. Ich bin jetzt bis 8. Dezember, glaube ich, ausgebucht. Also, gerne, aber Zeit braucht. So. Was dürfen wir denn wissen fürs Wochenende? Für die Seite der weiblichen Energie. Wir haben das Glück. Das Glück steht Kopf, kommt mir rein. Wir schauen mal rein. Dieser Klee hat hier Wurzeln. Wo gehen die Wurzeln hin? Wir schauen. Das sind die Seelenpartner. Wir haben die Lilien und wir haben den Neuanfang. Das Glück geht in den Neuanfang, ihr Lieben. Wir haben die Sonne. Wow. Und den Schlüssel. Also da bleibt mir jetzt schon fast die Spucke weg. Wir haben die Fische. Wir haben das Kreuz, das ist karmisch, ihr Lieben. Und wir haben den Brief. Unten drunter haben wir den Sarg. Ja. Hier geht es um eine Verbindung. Nein, ich gehe erst in die männliche Energie. Schauen wir mal da rein. Was dürfen wir wissen? Für das Wochenende. Oh, hier hat jemand Angst. Auf Herzebene hat jemand Angst. Wir haben die Blumen, wir haben die positive Veränderung und wir haben den Neuanfang an der gleichen Position. Wir haben den Hund und wir haben die Öffentlichkeit, wir haben den Turm, den Mond und die Sonne. Sonne und Mond. Der Mond ist die weibliche Energie und die Sonne ist die männliche Energie. Hier kommt Sonne und Mond zusammen. Aber Angst spielt hier eine große Rolle. Ich will mal noch ein Stückchen nach links gehen, damit ihr alles gut sehen könnt. So, zunächst lese ich die Seite der weiblichen Energie. Naja, was soll ich sagen? Glück, 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 Glück. Seelenpartner, die höchste Karte überhaupt. Wir haben hier die Harmonie, die Familie, die Liebe, die Sexualität. Wir haben hier den Neuanfang, der hier auch ist. Das hier ist der nächste Schritt, ihr Lieben. Wir haben den Schlüssel, der für die Sicherheit steht. Hier haben wir die höchste Karte im Lennemann. Hier haben wir die höchste Schutzkarte im Lennemann. Das, was hier auf Herzebene passiert, in deinem Herzen, dein Herz dreht sich, es hüpft. Es steht unter Schutz. Und es ist schicksalhaft seid ihr verbunden. Hier haben wir das Kreuz und hier haben wir den Mond. Der Mond steht auch. Oh Leute, so lange wie der Mond am Himmel steht, so lange kennt ihr euch. In verschiedenen Positionen, in verschiedenen Rollen seid ihr euch immer mal wieder begegnet und es kommt hier ins Fließen. Es fließt hier. Ich hatte jetzt in den letzten Tagesenergien den Kelch, sagt schon, das Ast der Kelche. Genauso wie es da übergeflossen ist, so fließt es hier. Und dieser Brief spielt eine besondere Rolle, wobei ich hier neben dem Brief, ich weiß, es ist eine andere Blume, aber letztendlich sehe ich da die Lilien. Du fließt über, über und über vor Glück, vor Harmonie vor Schicksal. Ich spüre, dass du hier einfach auf der Stufe bist, das Schicksal, das Karma abzulösen. Das Karma abzulösen. Hier mit der Sense drunter, die Sense öffnet den Sarg.
Hier gibt es was, was eingesagt ist und was jetzt aber hier absolut in Bewegung kommt, der Seelenpartner. Und der Seelenpartner kann auch der Nachbar sein, es kann der Chef sein, es kann ein guter Freund sein. Das Schiff steht bei mir ganz oft für das Past Life. Das Past Life ist dieselbe Energie wie hier das Kreuz. Ihr seid schon lange auf diesem Schiff unterwegs. Und er spürt jetzt hier mit dem Blumenstrauß, mit der Nummer 9 kommt die Vollendung. Und der Blumenstrauß hat wie der Klee, der hier seine Wurzeln in diesem Kind hat, in dem Neuanfang. Und schaut euch an, das Kind hat ja einen Blumenstrauß in der Hand. Seht ihr das? Und das ist genau dieses Klee, dieser Glücksklee. Und der Klee steht für das pure Glück. Es gibt viele, die sagen, es ist das kleine Glück oder nur das kurze. Nein, bei mir ist es das pure Glück und genau das spüre ich hier. Und das ist der Blumenstrauß, der von ihm kommt. Den hat dieses Kind in der Hand und der wird dir gereicht. In die positive Veränderung. Auch hier haben wir das Kind, das kleine Kind. Hier haben wir das Kind, das spielerische Kind. Das ist die Wahrnehmung, das ist das, was jetzt hier passiert, eben bei ihm, bei dir. Du holst ihn aus dem Sarg und er geht vom Schiff runter, beziehungsweise du gehst bei ihm vom Schiff runter. Auf Herzebene. Ist er, ja, er ist der gute Freund. Und auch hier haben wir wieder die Null, ihr Lieben, mit der 18. Ne? Aber der hat Angst. Der hat Angst, Angst, Angst. Kommt mir hier rein. So wie ich hier bei dir das überfließende Gefühl spüre, so spüre ich bei ihm die Angst. Und sie ist in seinem Herzen, sie ist tief in seinem Herzen, in der Mitte. Und sie zeigt sich. Sie zeigt sich zwischen Sonne und Neuanfang. Diese Angst ist keine Angst, die jetzt die ganz schnell vorbei ist. Die kommt immer wieder. Und hier haben wir die Trennung, ihr Lieben. Wir haben hier die Trennung, hier die Trennung und hier die Trennung. Aber diese Trennung hier, spüre ich ganz deutlich, hat mit diesen Trennungen hier nichts zu tun. Das ist bei dir und das ist bei ihm im Past Life, das letzte Leben. Das hier ist eine Trennung, die ist in diesem Leben, die ist jetzt. Und wenn du der Mondenergie und er die Sonnenenergie ist und ihr getrennt seid, dann ist das hier in der Vergangenheit. Und dann kommt ihr hier zusammen. Eine sehr starke Energie, ihr Lieben. Ich will mir nochmal in die, also bei ihm hier, bei ihm es ist wirklich ein Drang mit dem Schiff anzukommen, ein Drang in die positive Veränderung zu gehen, ein Drang aus dieser Trennung herauszukommen. Wir schauen mal in die parallelen Karten. Wir haben hier die Seelenpartner und hier haben wir den Blumenstrauß. Wir haben hier mit 1, 2, das ist die Zahl der Seelenpartner. Hier haben wir mit der 9 wirklich die Vollendung. Die Seelenpartner kommen in die Vollendung. Ich kann euch nicht sagen, wie es ausgeht. Das ist bei jedem ganz individuell und bei jedem ganz anders. Das heißt, es kann ja sein, dass ihr hier tatsächlich ein Gespräch habt und dann geht ihr als Freunde auseinander. Es ist hier nicht gesagt, es ist eine allgemeine Legung, es ist nicht gesagt, dass ihr zusammenkommt. Ihr kommt für ein Gespräch zusammen, ihr kommt kurz zusammen, vielleicht kommt ihr auch lang zusammen, vielleicht bleibt ihr bis zum Lebensende zusammen. Das kann ich hier nicht sehen. Ich kann nur sehen, dass hier die Seelenpartner der Blumenstrauß steht auch für ein Date, dass ihr euch trefft und dass es harmonisch wird. Und dass es bei ihm der Wunsch ist, dass es in die positive Veränderung geht. Das kann auch sein, dass ihr zerstritten seid und kein Wort sagt. Und wenn ihr jetzt euch trefft auf einen Kaffee und ihr geht dann im Frieden auseinander, in Harmonie auseinander, ist das auch eine positive Veränderung, ohne dass ihr bis ans Lebensende zusammenbleibt. Also interpretiert nicht immer nur die
die große Liebe bis zum Lebensende herein. Es ist eine gute Ausgangsposition. Es geht positiv weiter und es gibt den Neuanfang. Wenn ihr auseinandergeht und ihr habt beide ein gutes Gefühl und sagt, ja, endlich reden wir wieder miteinander, ist das auch ein Neuanfang. Ja, auf Herzebene. Wir haben hier, er ist für dich die Sonne. Du hast einfach ein gutes Gefühl, wenn du an ihn denkst. Und er möchte dir so gerne ein Freund sein. Und ich springe jetzt mal weiter direkt hierhin. Wir haben hier den Schlüssel und hier haben wir die Öffentlichkeit. Beides schließt Türen auf. Die Öffentlichkeit steht auch für die Offenbarung, steht für öffentlich flanieren, kommt mir rein. Also wirklich Hand in Hand über die Straße gehen. Seht alle her, wir sind zusammen. Seht alle her, wir haben ein Kind. Wenn ihr jetzt mit dem Kind einfach durchgeht. Oder wir wollen euch allen zeigen, dass wir wieder miteinander reden. Das ist die Öffentlichkeit. Das Offenbaren, aber auch dir selbst offenbart sich hier die Angst oder die Liebe, die Sonne, die positive Veränderung. Irgendetwas wird ihm hier ganz klar. Und es hat bei ihm in jedem Fall mit Angst zu tun und bei dir mit Glück. Es ist die Frage, was gewinnt? Gewinnt ist auch ganz furchtbar. Nein. Was wiegt mehr? Bei dir das Glück, bei ihm die Angst. Das ist ganz klar, sonst wäre es nicht hier so gefallen. Was macht der draus? Gehen wir mal in den nächsten Schritt. Im nächsten Schritt ist bei ihm ganz einfach. Aus der Trennung kommt ihr zusammen. Vielleicht nur zum Kaffee. Durchaus möglich. Bei dir ist es aber hier, im nächsten Schritt fängt es an zu fließen. Und es ist nicht mehr aufzuhalten. Und du weißt, dass es karmisch ist und du möchtest es schriftlich festhalten. Es kommt mir auch vor, als wenn ihr hier auseinandergeht und sagt, wir haben den Neuanfang, wir schreiben wieder miteinander. Das kann auch sein, ihr Lieben, dass ihr Nummern austauscht und dass hier jetzt über WhatsApp geschrieben wird oder über einen anderen Kanal. Ganz deutlich ist, dass auf dieser Seite hier Karma abgelöst wird. Vollkommen egal, wie es mit euch weitergeht. Und wenn es eben nur heißt, okay, wir schließen das ab, wir haben jetzt geredet, es ist alles gut. Bei dir ist es überhaupt gar keine Frage. Bei ihm ist es widersprüchlich. Bei ihm ist es so, dass er in den Neuanfang gehen möchte und dass hier Sonne und Mond zusammenkommen. Bei ihm ist die Frage, wie geht er mit der Angst um? Siegt die Angst? Wenn die Angst siegt, dann sagt ihr, okay, es war schön, wir haben uns hier getroffen und hier ist das Date nicht das Date für eine Liebesbeziehung zu beginnen, sondern eben vielleicht zum Kaffee könnte sein oder zum Glas Wein. Ganz unverfänglich. Und dann geht er wieder und dann bleibt er in der Trennung von dir. Weil die Angst gesiegt hat. Es kommt auf ihn an. Es kommt auch darauf an, was das für eine Angst ist. Ist das jetzt wirklich die Angst, dass ihr, dass er das Gesicht verlieren kann? In der Öffentlichkeit, geht es hier um die Öffentlichkeit? Geht es vielleicht um eine andere Frau oder um Kinder? Oder geht es nur um das Haus und um die 10.000, die auf dem Konto sind? Bei dir ist das überhaupt gar keine Frage. Ich habe das Gefühl, du bist frei. Du bist frei vom Kopf und vom Herzen. Und wenn du nicht frei bist, dann machst du dich frei. Das ist hier überhaupt gar kein Thema. Aber bei ihm ist es ein Thema. Ich bin gespannt, ihr Lieben, wie es bei euch weitergeht. Sagt mir mal unbedingt Bescheid. Ich wünsche euch ein zauberhaftes, aufregendes Wochenende, voller Neuanfang, voller Sonne, voller Tiefgründigkeit, voller Aufregung und voller Liebe. Macht's gut. Ciao.